Wir haben uns in einem der vorherigen Kapiteln befasst mit Schranken und Grenzen von Zahlenfolgen. Es kommt ein weiterer wichtiger Begriff hinzu, das ist der Begriff des Grenzwertes. Wobei zu beachten ist, dass sich diese Begriffe Grenze und Grenzwert ähnlich anhören, aber man sollte sie trotzdem auf keinen Fall verwechseln. Punkt 5, Grenzwerte von Zahlenfolgen. Als wichtige Bemerkung sei gesagt, dass der Begriff des Grenzwertes der zentrale Begriff der Analysis ist. Das heißt, dieser Begriff wird uns während des gesamten Lehrgangs Klasse 11 immer wieder über den Weg laufen. Deswegen ist die Erarbeitung dieses Begriffs in der momentanen Lehreinheit von extremer Bedeutung. Um uns diesen Begriff zu veranschaulichen, beginnen wir mit einem Beispiel. Wir verwenden eine Zahlenfolge, die wir bereits kennen aus einem vorherigen Kapitel, nämlich die Folge an ist gleich minus 1 hoch n mal 1 durch n. Erster Schritt, wir legen noch einmal ganz kurz eine Wertetabelle an. Zunächst einmal die Brüche, wie sie als gemeiner Bruch aussehen. Minus 1 hoch 1 ist minus 1 mal 1 durch 1 ist also minus 1. Wir haben damals schon gesagt, es handelt sich um eine alternierende Folge. Wir werden also ständig jetzt von Glied zu Glied der Folge einen Vorzeichenwechsel haben. Als nächstes also 1/2, dann wieder minus 1/3, dann wieder plus 1/4, dann wieder minus 1/5 und plus 1/6. Für weitere Betrachtungen ist es jetzt günstig, sich dort noch die Näherung für die gemeinen Brüche als Dezimalzahl aufzuschreiben. Wäre also minus 1, 0,5. Minus 0,33, alles gerundet, 0,25, minus 0,2 und 0,17 als gerundete Werte. Wir stellen diese ersten 6 Glieder der Folge noch einmal in einem geeigneten Koordinatensystem dar. Auf der Abszisse wieder n, auf der Ordinatenachse an, sinnvolle Achseneinteilung von minus 1 bis 1, hier 0,5, minus 0,5 und vielleicht hier noch jeweils die Zwischenmarkierung. Gut, n 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir kommen zum Einzeichnen der Punkte. 1 also minus 1, 2 0,5, 3 minus 0,33. 4 0,25, 5 minus 0,2 und 6 0,17. Ja, wir reflektieren nochmal auf unsere Betrachtung zu den Grenzen dieser Folge. Wir hatten seinerzeit gesagt, dass die minus 1 untere Grenze der Folge ist und dass die Zahl
0,5 bzw. 1,5 obere Grenze der Folge ist. Jetzt fällt etwas weiteres auf, nämlich wenn man sich diese Punkte hier betrachtet, diese Punkte streben immer weiter in die Nähe der Abszissenachse, also dort, wo n aufgetragen ist. Der Wert, dem die Abszissenachse zugeordnet ist, ist die 0. Und diese Zahl 0 hat in diesem konkreten Beispiel eine ganz besondere Bedeutung. Analog gilt das in ähnlichen Beispielen. Man bezeichnet diese Zahl 0 als Grenzwert klein g der Folge. Wir haben also an dieser konkreten Folge zwei Grenzen, eine untere Grenze, eine obere Grenze und wir haben einen Grenzwert klein g. Zunächst einmal, bevor wir diesen Grenzwert klein g exakt definieren, etwas zur Schreibweise. Klein g schreibt man auch als Limes, abgekürzt L-I-M. Dann kommt die Zahlenfolge an und unterhalb des Limes n ein Pfeil nach rechts und dann das Unendlichzeichen. Das Unendlichzeichen sieht aus wie eine 8, die auf der Seite liegt. Gesprochen wird das, g ist gleich Limes an für n gegen unendlich. Das Limeszeichen kann man sich gut erklären, wie ja sicherlich den meisten aus dem Geschichtsunterricht bekannt ist, haben die Römer eine Grenze gezogen gegenüber den germanischen Stämmen. Diese Grenze wurde als Limes bezeichnet, daher diese Schreibweise. Im ganz konkreten Fall heißt das hier für unser Beispiel, im Beispiel müssten wir also schreiben, Limes, jetzt kommt die Bildungsvorschrift der Zahlenfolge, minus 1 hoch n mal 1 durch n in Klammern für n gegen unendlich ist gleich 0. Das zur Symbolik. Wir kommen jetzt zur exakten Definition des Grenzwertes. Dazu betrachten wir die 0,2 Umgebung der Zahl 0. 0,2 Umgebung von 0. Die 0,2 Umgebung von 0 bedeutet, dass ein Intervall gebildet wird, und zwar von minus 0,2 bis plus 0,2. Bei diesem Intervall ist zu beachten, dass es sich um ein offenes Intervall handelt. Also minus 0,2, 0,2. Das heißt, die Zahlen minus 0,2 und plus 0,2 gehören selber nicht mehr dazu, zu diesem Intervall. Wir zeichnen uns dieses Intervall jetzt in die Grafik ein. 0,25 hier in etwa. So, jetzt müssen wir nochmal genau gucken. Es ist ja hier nur eine grobe Skizze. Wir hatten bei 5 die minus 0,2, die hatte ich etwas unexakt eingezeichnet, liegt ein kleines Stückchen unterhalb. Ja, und bei der 6 die 0,17, die liegt also in diesem Streifen drin. Dieser Streifen ist die betrachtete 0,2 Umgebung der Zahl 0. Jetzt schauen wir, wie viele Glieder liegen außerhalb dieser 0,2 Umgebung. Das ist dieses, 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 dieses. Hier liegt schon drin. Also vier Glieder außerhalb und
Jetzt sehen wir mal, die zwei liegen innerhalb des Streifens, wäre also hier und hier. Demzufolge geht natürlich die Zahlenfolge hier weiter. N geht bis ins Unendliche. Demzufolge gehen auch die AN ins Unendliche. Insgesamt haben wir also unendlich viele Glieder außerhalb. Unendlich viele Glieder. Nicht außerhalb, sondern innerhalb natürlich. Innerhalb.